13. Spieltag der Oberliga Süd. Der FC Inter empfing den FSV Barleben 1911. Die beiden letzten Aufeinandertreffen waren 1:4 gegen Inter auswärts in Barleben und im Frühjahr dann das 2:0. Also gutes Omen, dass man die Barlebener schlagen kann. Man musste auch gewinnen, denn Jena hatte am Tag zuvor sein Spiel ebenfalls gewonnen. Und so rutschte Inter von Platz 7 auf Platz 8. Aber alle Mann waren fit und dann gehen wir rein ins Spiel. Gleich vorweggenommen, Barleben mit ganz, ganz wenig Chancen in diesem Spiel. Und hier Inter gleich in der dritten Minute von Gümüşdas angespielt, der Kimmohuwi, und versucht aufs Tor zu schießen. Dann wenig später, drei Minuten später, dann dieser Abspielfehler und dann Kimmohuwi alleine vorm Tor und dann macht das ganz clever durch zwei durchgespielt. Und da steht schon 1:0 in der sechsten Spielminute, verdient, denn Inter machte von Anfang an großen Druck auf die Gäste. Gümüşdas über die linke Seite, auch im Spiel sehr, sehr viele Offensivaktionen am heutigen Tage, sieht Bogacumo, der wird noch abgeblockt. Dann Scholl zu Opolka, der nimmt schon Herz aus 18 Metern und versucht es mal. Aber ja, der Torhüter Florian Strensch kann da den Ball festhalten. Dann kurze Zeit später wieder, 16. Spielminute, schlecht von Spitzer. Dann kriegt Kimmohuwi den Ball, spielt rein zu Gümüşdas. Und da steht es auch schon in der 16. Spielminute 2:1. Also Inter auf Kurs und Barleben mit wenig Möglichkeiten nach vorne. Eigentlich hat man sie vor dem Tor nicht gesehen. Herbert Schöttl hatte einen ruhigen Tag, auch weil seine Abwehr sehr gut mitspielte. Übrigens die gesamte Mannschaft mit einem großen Laufpensum an diesem Tag. Dann bekommt hier Marcelo den Ball, spielt zu Gümüşdas wieder, da geht's auf den Torhüter, aber da kann Strensch klären und gleich später drauf nochmal. Gümüşdas nimmt sich wieder einen Ball und das Herz geht auf die Grundlinie, spielt zurück, aber da verpassen Hovi und Opolka und das hätte doch dann auch schon vielleicht das 3:0 sein können. Dann nimmt sich Bogacumo mal den Ball, geht durchs Mittelfeld mit einer Geschwindigkeit, zeigt an zu Kimmohuwi, geht doch mit, der macht das und dann spielt er nach innen rein, aber wird abgeblockt und so geht es mit 2:0 in die Halbzeit. Kurz nach der Halbzeit passierte nicht viel, dann sind wir in der 55. Spielminute, Einwurf durch Papadimitriou mit Marcelo, Marcelo zurück zu Papadimitriou, der geht auf die Grundlinie und da steht er schon wieder, Kimmohuwi, 3:0 für Inter Leipzig, das Spiel war eigentlich gelaufen in der 55. Spielminute, auch da Barleben bisher wenig Möglichkeiten, dann mussten die Barlebener ja natürlich irgendetwas tun und versuchten mal nach vorne zu gehen, hier sehen wir, das Ball wird abgeblockt und dann blieb einfach nur ein Schuss aus etwa 30 Metern übrig, der aber am Tor weit vorbeiging. Dann Barleben ja mit dem Rückenwind und der Sonne im Rücken. Und dann Paul Fricke macht's mal aus 20 Metern und dann trifft er doch tatsächlich ins Tor mit Wind und Gegenlicht für unseren Torhüter Herbert Schöttl. Und da stand es 3:1. Aber das änderte nicht viel am Spiel. Marcelo nimmt sich hier nochmal ein Herz, versucht es. Es gab noch die ein oder andere Chance, aber es kam da nichts Zählbares heraus. Doch diese Situation in der 73. Minute wäre noch zu beobachten. Gümüşdas bekommt den Ball, versucht aufs Tor zu schießen und schießt den Mann mit der Nummer 2, Markus Paulik, an die Hand. Aber der gute Jan Kanzler aus Berlin entscheidet nicht auf Elfmeter. Es war ein Elfmeter, aber gut, in diesem Spiel war es nicht mehr wichtig, hier diesen Elfmeter zu geben. Der eine konnte nicht und der andere wollte am Ende nicht mehr. Und so hieß es dann zum Schluss nach 93 Minuten. Verdient 3:1 für Inter Leipzig gegen den FSV Barleben. Drei verdiente Punkte. Nächste Woche Wismut Gera, was erwartest du da? Ja, ich denke, das wird natürlich ein ähnlich schweres Spiel wie heute. Und Gera wird auch körperlich wieder präsent sein. Wir spielen auswärts, also wird das eine umso schwerere Aufgabe. Aber ich denke, da können wir mit dem Selbstvertrauen aus dem heutigen Spiel gut rangehen. Fein, du, super Spiel bisher. Mach's gut und weiterhin viel Erfolg. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.